Das Shelly-Update steht bei Cardano vor der Tür. Doch wann sehen wir wieder Rekordkurse von über einem US-Dollar? Genau das wollen wir uns heute näher anschauen. Gleich mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier und bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen viele Mails bekommen. Es geht um den Kurs von Cardano bzw. ADA, der deutlich angezogen hat. Es ging ja wieder zuletzt über die Marke von 5 Cent nach oben. Ich blende euch auch kurz den Chart dazu ein. Also meiner Meinung nach hat ADA jetzt Luft nach oben auf ja, 8 bis 10 Cent, vor allem wenn Cardano es auf die Kryptobörse Coinbase schafft, beziehungsweise ein Coinbase-Listing schafft. Wir haben das bereits bei Stellar Lumens gesehen, was da möglich ist und dass das zusätzlichen Kursschub sozusagen verleiht, denn Coinbase ist eine relativ große Kryptobörse mit über 20 Millionen Kunden und das hat durchaus Auswirkungen, wie man auch bei ZeroX gesehen hat und so weiter. Das hat den Kurs wirklich stimuliert. Und Coinbase hat ja im Dezember 2018 bekannt gegeben, dass man Cardano bzw. ADA in die engere Auswahl zieht, wenn es um die Aufnahme neuer Coins geht. Also ich bin optimistisch, dass Cardano es früher oder später auf Coinbase bzw. Coinbase Pro schafft und damit zusätzliche Liquidität sozusagen frei wird und der Kurs vielleicht davon profitieren wird. Aber das ist bloß eine kurzfristige Sache. Alles schaut momentan auf dieses Shelly-Update. Und bevor wir jetzt darauf näher eingehen, noch kurz ein paar Worte zu Cardano bzw. ADA. Ich habe dazu auch schon ein Video drüber gedreht. Ich blende es euch auch kurz ein, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Kurz, Cardano möchte drei Hauptprobleme lösen, und zwar erstens Skalierbarkeit, zweitens Interoperativität und drittens Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und Wertbeständigkeit. Also Skalierbarkeit ist ganz klar, man möchte hier schnell sein mit diesem Delegated Proof of Stake Ansatz und mit einer Zwei-Layer-Technik. Das bedeutet, man hat hier diesen Cardano Settlement Layer. Über diese Ebene laufen alle Transaktionen bzw. werden die Transaktionen abgewickelt und dann hat man noch einen zweiten Layer bzw. eine zweite Ebene. Über diesen Computation Layer werden mehr oder weniger die Smart Contracts ausgeführt und der große Vorteil von dieser Aufteilung ist der, dass ich zwei unabhängige Module sozusagen habe, an denen ich arbeiten kann. Und das heißt auch, ich kann in einem Modul ein Update vornehmen, ohne dass das andere berührt bleibt und beziehungsweise unberührt bleibt. Und was noch sehr wichtig ist, ich bin horizontal und vertikal skalierbar, heißt, ich kann sowohl Transaktionen als auch Smart Contracts parallel ausführen und das ist ganz wichtig. Damit habe ich einen Geschwindigkeitsvorteil. Aber das ist nur zu diesem Problem, also wie gesagt, erstens Skalierbarkeit möchte Cardano lösen, dann zweitens Interoperativität. Das bedeutet, Cardano möchte kompatibel zu anderen Blockchains sein. Das bedeutet, Cardano möchte irgendwann einmal mit der Bitcoin oder Ethereum Blockchain kommunizieren. Das heißt für mich als Coin-Inhaber, ich kann meine ADA vielleicht irgendwann einmal in Echtzeit dann in Bitcoin oder Ethereum ganz einfach tauschen, ohne dass ich eine zentrale Kryptobörse oder einen anderen Anbieter benötige. Was noch sehr wichtig ist, ist die Zuverlässigkeit bzw. die Wertbeständigkeit. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte Cardano eine Art Treasury System implementieren, also ähnlich auch wie Dash das macht. Und mit diesem Treasury-System möchte Cardano die Finanzierung bzw. die Weiterentwicklung der Cardano-Blockchain sicherstellen. Das heißt, dass den Entwicklern nicht das Geld ausgeht, sondern man nimmt hier einen bestimmten Anteil sozusagen vom Block-Reward und überführt diesen Betrag dann in das Treasury-System, sodass immer Geld da ist für die Entwickler, um einfach Cardano weiterzuentwickeln. Um diese drei großen Probleme zu lösen, macht jetzt Cardano einen großen Schritt nach vorn und zwar mit diesem Shelly-Update.
Das Shelly-Update ist so gut wie fertig und soll Ende März eingespielt werden, wird aber nicht über Nacht auf dem Mainnet erscheinen, sondern erst einmal auf dem Testnet getestet werden. Und erst wenn das Ganze fehlerfrei läuft, können wir erwarten, dass Shelly dann auch auf dem Mainnet eingespielt wird. Bevor wir jetzt näher auf dieses Update eingehen, ein kurzer Hinweis zu unserem Krypto-Report. Also unter crypto-report.de könnt ihr euch kostenlos eintragen. Dann erhaltet ihr von uns einmal in der Woche unseren hochwertigen Krypto-Report über technische Neuerungen wie eben das Shelly-Update und auch Charttechnik. Dann sind wir beim Shelly-Update. Also Shelly soll Cardano sehr, sehr viel dezentraler machen und vor allem schneller machen und auch einfacher. Also Cardano-Gründer Charles Hoskinson spricht davon, dass Shelly Cardano ungefähr 50 bis 100 Mal dezentraler macht. Der Grund dafür ist der, dass dieses Shelly-Update einfach Staking-Pools erlaubt, und zwar über 1000 Staking-Pools. Also bis jetzt war es ja nicht möglich, die ADA Coins zu staken bzw. in einer Wallet einzusperren und sozusagen an diesem Konsensusprozess teilzunehmen und mögliche Gebühren bzw. Block Rewards einzustreichen, sondern man hat hier mehr oder weniger nichts tun können. Das wird sich aber jetzt mit diesem Shelly Update ändern und damit hält dieses Staking Einzug. Und nicht nur dieses Staking, sondern ich kann meinen Stake, also meine Coins sozusagen auch delegieren, und eben delegieren heißt an diese Staking Pools. Und wenn ich jetzt eine große Auswahl an über 1000 Staking Pools habe, dann habe ich natürlich einen Vorteil, denn ich kann mir dann natürlich den besten Staking Pool für mich aussuchen. Und das bedeutet natürlich, wenn ich heute einen Pool habe, der relativ hohe Gebühren nimmt, dann werde ich eher diesen meinen, sondern ich werde versuchen, in einen Pool zu kommen, der technisch sehr gut ist, niedrige Gebühren. Also man kann ja eine Fee, sozusagen eine Pool-Fee von 5% erheben. Aber ich denke, dass viele Pools vielleicht darunter bleiben werden, um einfach Coins oder Investoren bzw. Anleger anzuziehen. Und dann muss ich mich halt darum kümmern, dass ich halt einen entsprechend konkurrenzfähigen Pool sozusagen bzw. für mich vorteilhaften Staking Pool auswähle und dann meine Coins entsprechend delegiere. Wie sieht das Ganze jetzt dann auch von der Rendite aus? Genau das schauen wir uns gleich auf meinem Bildschirm näher an. So, wir sind hier schon auf der Seite von Adatainment und diese Leute haben mir einen Ada-Staking-Kalkulator, also einen Ada-Staking-Rechner entwickelt, mit dem ihr eure Rendite berechnen könnt. Und eine kurze Info noch dazu: Von Adatainment gibt es auch einen Staking-Pool, dem ihr beitreten könnt. Bevor wir uns diesen Rechner genau anschauen, ein kurzer Hinweis noch. Also dieser Rechner ist nicht hundertprozentig akkurat. Er basiert zwar auf diesem 35-seitigen White Paper bezüglich der Staking Rewards, bezüglich der Belohnungen, aber hier seht ihr schon, also diese Berechnungen sind nur eine grobe Schätzung und auf gar keinen Fall hundertprozentig akkurat. Also ihr seht hier schon Worst-Case-Szenario, also im schlechtesten Fall, und Best-Case, im besten Fall, was ihr theoretisch verdienen könnt. Und dieser Verdienst ist von verschiedenen Parametern abhängig, zum Beispiel natürlich, wie viel ihr ADA Coins besitzt und natürlich wie viel Coins insgesamt gestaked sind, wie viel Coins im Umlauf sind und natürlich wie viele Transaktionen pro Epoche, also in einem bestimmten Zeitraum, abgewickelt werden. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also das variiert hier sehr stark. Ihr seht hier schon, also wenn ich hier 1000 ADA stake, dann könnt ihr im schlechtesten Fall am Tag mit 0,06 ADA rechnen, beziehungsweise 0,1 ADA pro Tag. Und im Monat sind es dann im besten Fall 3 ADA, die ihr mit 1000 Coins theoretisch verdienen könnt. Und pro Jahr sind es dann knapp 36 ADA. Und wenn ihr mehr Anteile habt, zum Beispiel wenn ihr 10.000 Coins staken könnt, dann könnt ihr im besten Fall pro Tag um ein ADA verdienen,
gerundet und im Monat sind es dann 30 Ader und pro Jahr dann knapp 360 Ader im besten Fall und im schlechtesten Fall nur 213 Ader. Also kurz gesagt, die Rendite bewegt sich eher zwischen 3 beziehungsweise zwischen 2 und 3,6%. Also alle Anleger, die Renditen oder hohe zweistellige Renditen von 10 bis 12% erwartet haben, werden hier enttäuscht sein, denn realistisch sind ja einfach Renditen zwischen 2 und 3,5%. Ja, wie wir gerade auf meinem Bildschirm gesehen haben, also revolutionäre bzw. bahnbrechende Renditen sind eher nicht drinnen. Dennoch denke ich, dass Cardano auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat, denn durch die funktionale Programmiersprache, die mit Cardano ja auf der Blockchain Einzug halten soll, sollen smarte Verträge einfach sicherer werden. Und Cardano ist einfach ein Blockchain-Projekt der dritten Generation, verspricht hier deutlich mehr Schnelligkeit und Zuverlässigkeit und so weiter. Und ich denke, dass Cardano das schon ganz richtig macht, auch mit dieser Expansion in Afrika und in Indien, wo man sozusagen Kooperationen geknüpft hat und neue Niederlassungen aufgemacht hat, dass man einfach diese ganzen sehr jungen Menschen ansprechen möchte. Denn Äthiopien, wenn ich nach Äthiopien schaue, sind über 70% der Bevölkerung unter 30 Jahre alt. Und das ist meiner Meinung nach schon der richtige Weg, dass man versucht, diese Leute abzuholen. Denn diese Leute können sich sozusagen mit dem Smartphone aus und haben da Zugriff auf das Internet und sind eher diesen neuen Techniken wie eben Kryptowährungen viel offener gegenüber als jetzt zum Beispiel ältere Herrschaften in westlichen Ländern, die nach wie vor sehr skeptisch sind. Also ich möchte da bloß an Warren Buffett verweisen oder Nouriel Roubini, den Star-Ökonom, der nach wie vor gegen Kryptowährungen ist. Aber bei jungen Leuten rennen Kryptowährungen häufig Türen ein, weil es einfach eine dezentrale Technik ist, über die man einfach ganz einfach und schnell über das Smartphone Geld oder Werte transferieren kann. Und Cardano macht es meiner Meinung nach schon ganz richtig, dass man eben versucht, in diesen Schwellenländern wie eben in Afrika oder in Indien zuerst Fuß zu fassen, um die Adoption von Cardano oder ADA, der Kryptowährung ADA, zu fördern. Dennoch glaube ich nicht, dass jetzt ADA, der Kurs der Kryptowährung, in den nächsten Wochen und Monaten auf einen US-Dollar steigt. Also man muss da, glaube ich, realistisch bleiben. Und ich denke, dass es auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauert, bis Cardano da richtig Adoption bzw. Wert in seine Blockchain, in sein Netzwerk bringt. Und wie gesagt, man muss meiner Meinung nach sehr, sehr viel Geduld mitbringen, denn Cardano ist ein sehr langfristig orientiertes Projekt. Also bis die ganzen einzelnen Phasen entwickelt sind, wird es meiner Meinung nach noch Jahre dauern. Und daher kann es auch mit dem Kurs noch relativ lange dauern, bis dieser wirklich in Richtung 1 US-Dollar marschiert. Also kurzfristig realistisch sind meiner Meinung nach Kurse von 10 oder 15 Cent. Aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Und jeder muss sich selber überlegen, ob er hier wirklich langfristig die Geduld hat oder mitbringt, um einfach abzuwarten, wie sich Cardano entwickelt. Dann hätte mich natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Glaubt ihr, dass Cardano es langfristig schafft und der Kurs vielleicht doch nochmal über einen US-Dollar geht? Bitte kurz in die Kommentarliste. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Und wenn ihr das Glöckchen drückt, dann werdet ihr natürlich wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Bis dahin sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Video.